Würden Sie sagen, das ist jetzt so ein Modewort, was es heute gibt, das Wort Reaktanz. Glauben Sie, das, was Sie gerade ansprechen, dass diejenigen, die versucht haben, Lineal gegen Sie zu Felde zu ziehen, haben ihr Buch nach vorne gebracht, das ist ihre These. Glauben Sie, dass das Publikum, das in viele ihrer Veranstaltungen geht, Sie können sich ja wirklich nicht beklagen, dass Sie wenig zu tun hätten, Sie tingeln durch die Lande, Sie füllen die Seele. Glauben Sie, dass es ein Akt der Reaktanz der Bürger ist, die sagen, jetzt lese ich erst recht den Barb? Ja, ich glaube, das ist, wenn Sie das so ausdrücken mögen, ein Akt der Reaktanz. Viele Menschen sagen zu mir, jetzt erst recht. Wir lassen uns doch von diesem akademischen Zottelvolk nicht über den Mund fahren. Und hier lässt sich etwas beobachten. Die öffentliche Meinung der Bevölkerung ist etwas ganz anderes als die veröffentlichte Meinung der Presse. Sie steht sozusagen der veröffentlichten Meinung diametral gegenüber. Und hier täuschen sich die Propagandamedien. Sie beschädigen sich selbst, verlieren an Legitimation, insbesondere im östlichen Teil des Landes ist dieser Prozess weit fortgeschritten und sie sägen damit an dem Ast, auf dem sie sitzen. Wer soll denn diesen Typen noch was glauben? Zu mir sagen erwachsene Leute, die Zeitung habe ich abbestellt, stehen sowieso nur noch Lügen drin und den Fernseher, den schmeiße ich demnächst aus dem Fenster. Sie kritisieren den herrschenden Journalismus, wer es noch nicht gemerkt hat, also Sie tun es in jedem Satz fast. Ist das nur das Fehlen der Neutralität, was Sie kritisieren, oder sind das auch handwerkliche Defizite Ihrer, man muss es sagen, Ihrer Berufskollegen? Zunächst einmal sind das handwerkliche Defizite. Hier haben offensichtlich ein paar Leute ihre Lektionen nicht gelernt. Ich habe gelernt in meiner Ausbildung beim Saarländischen Rundfunk 1988-89, Ausgewogenheit bedeutet, alle wesentlichen Aspekte eines Themas in die Überlegungen einzubeziehen. Wenn ich aber im Krieg in der Ukraine zum Beispiel nur noch auf ukrainischer Seite recherchiere und nicht auch auf der russischen Seite, wenn ich nicht die Beweggründe und Überlegungen und Interessen der Kriegsparteien insgesamt einbeziehe, dann kann ich kein sachdienliches Bild herstellen. Ich muss auch sagen, wenn ich mir das anschaue, was da in Radio, Fernsehen und in der Presse über diesen Krieg geschrieben wird, da werden die nachrichtlichen Kriterien, wer, wo, was, wann, wie, warum, woher die Meldung, gar nicht mehr eingehalten. Sie werden verkürzt, meist um die Dimensionen wie und warum. Haben Sie, um das bildlich zu machen, vielleicht ein Beispiel? Ja, da kann ich Ihnen sagen, in der Presseberichterstattung hat sich die Ukraine während ihrer Sommeroffensive zu Tode gesiegt. Da wurde der Sieg herbeigebetet, bis die Ukrainer keine Kraft mehr hatten. Und am Schluss stand auch die Presse in kurzen Hosen da und hat reagiert nach dem Motto, ganz egal, morgen wird eine andere Sau durchs Dorf getrieben, den Leuten fällt es nicht auch auf. Aber es fällt den Menschen auf. Es fällt den Menschen auf, dass sie ein halbes Jahr lang unsachlich belogen worden sind. Und es wird eben die Realitätsprobe nicht gemacht. Journalismus ist heute überwiegend Schreibtisch- und Computerjournalismus und das schlägt durch. Und ich wundere mich, dass so wenige Kollegen von ARD und ZDF im Donbass unterwegs gewesen sind.